Jo, da haben wir es auch schon. Jetzt seht ihr nämlich auch unten dieses wunderschöne X blinken. Ich weiß nicht, was uns erwartet, was hierbei rumkommt, was wir machen müssen. Ich weiß, dass es ein Rätselspiel ist. Mehr weiß ich leider nicht. Gut, dann wollen wir doch mal gucken, was denn so kommt, wenn ich auf X drücke. Seid ihr bereit? Ich bin gespannt. Es beginnt mit ruhiger Musik. Blende mich mal aus. Ich glaube, wir müssen was machen. Jo, sobald ich den Controller bewege, stehen wir auf. Wir sind ja schon dieser kleine Junge hier. Das sieht richtig schön aus. Ein Spiel auf der Unreal Engine. Unreal Engine 4, glaube ich. Bin mir aber nicht ganz sicher. Sieht wunderschön aus. Also für diesen Grafikstil. Wir sind ja ein bisschen dürr. Wir sollten ein bisschen mehr essen, glaube ich. Noch kann ich nichts machen. Aber ich vermute, jawohl, jetzt kann ich mich umsehen. Wir sind also einfach so gestrandet. Da ist ein Turm. Anscheinend öfters etwas erschöpft. Wir können gehen. Kann man schwimmen? Oh ja, wir können sogar schwimmen. Wir können sogar schneller schwimmen, als wir laufen können. Gucken wir doch mal, ob ich irgendwo... Oh, wir können auch tauchen. Cool. Ich sehe keine Luftanzeige. Ah doch, das Bild wird langsam dunkler. Aber das gefährliche Wasser schauen wir uns bestimmt später mal an. Zuerst würde ich sagen, gehen wir zu diesem komischen Turm. Das Spiel ist ja ein Entdeckerspiel. Hallo Krebs. Ich kann springen. Aha. Ich kann rollen. Ja. Kann ich noch irgendwas machen? Hallo Möwen. Na, ich kann springen und rollen anscheinend. Ist das schon mal etwas? Wir sind also nicht so unagil. Haben wir hier was? Nichts. Okay, zum Turm zu gelangen wird schwieriger sein. Ah, warte mal, da hinten geht's hoch. Dann geht's aber auch lang. Ach, so viele Entscheidungen schon. Hier unten sehe ich zumindest nichts, was mich anlockt im Wasser. So, Rüst. Okay, er klettert ganz automatisch. Ah, nicht immer. Nur kleine Hindernisse. Okay, da haben wir eine Kletterwand. Die geht wieder automatisch. Schön. Kann man hier hoch? Wie hoch kann er denn? Na, das ist zu hoch für den kleinen Mann. Okay. Alles klar. Was haben wir da? Noch ein Türmchen. Vor allem stehen wir auf einem Weg. Moment. Wo komme ich her? Okay, von da unten. Alles klar. Da hinten geht auf einmal ein Lichtstrahl hoch. Den habe ich eben gar nicht gesehen. Und da auch. Wollen wir mal gucken, ob wir zu diesem Lichtstrahl da hinkommen? Gehen wir mal hier runter.
Oh, cool, sogar andere Laufanimationen für runterlaufen. Sweet. Was ist das? Hier sind viele Häschen. Mit diesen Häschen kann ich nichts tun. Okay, ich kann summen, wenn ich das Touchpad drücke. Okay. Häschen, mit euch ist noch nicht viel, wa? Dann gucke ich mal, dass wir zu diesem komischen Licht da oben auf. Oh, Schweinchen. Cool. Los, lauf, Schweinchen. Bacon. Gib mir Bacon. Hallo, Sanja. Grüße dich. Willkommen zu Wine. Was ich gerade entdecke. Ich habe noch keine Ahnung, was ich hier tue. Oder wer ich bin oder warum ich auf dieser Insel bin. Und warum ich so dünn bin, als ob ich 2 Jahre nichts gegessen hätte. Aber dann. Achso. Dreieck. Ah, okay. Ich kann aus dem Hasen was rausscheucheln. Was passiert damit? Kann ich diesem etwas folgen? Es geht doch bestimmt runter zu diesen Hasen da unten, oder? Ich muss also alle Lichter sammeln und hier runterschicken. Alles klar. Kann ich jetzt mit dir was machen? Nö. Okay. Vielleicht wenn ich summe. Oh, wow, cool. Ach, und dann kann ich den Hasen da reinbringen. Okay. Interessant. Was ist, hat sich hier mit auf sich? Können wir hier futtern? Okay, ich kann eine Frucht mitnehmen. Jawohl. Und dann? Kann ich sie werfen? Ich muss also bestimmt irgendwas mit diesen Früchten besänftigen. Gehen wir doch mal da oben zu diesem Licht. Geh ins Licht, Junge. Dein Leben ist verwirkt. Ich glaube, das dauert gar nicht mal. Oh, hallo. Ich glaube, ich weiß, wofür ich die Frucht brauche. Ich habe Mama-Schwein gefunden. Ich brauche mal eben eine Frucht. Komm her. Upsa. Mann, ganz schön fette Biester. Oh nein, die verfolgen mich dann. Schnell. Lauf. Schneller. Okay, ich musste mal eben die Frucht opfern. Schweinerei. Im wahrsten Sinne des Wortes eine Schweinerei. Das Spiel übrigens USK 6, also wird hier nichts Schlimmes passieren. Deswegen habe ich mir vor dem Schwein auch gerade nicht so große Sorgen gemacht. Das ist schon. Ah, das ist noch mal. Aber ich muss das Schwein hier weglocken. Okay, Schwein, komm mit. Komm her. Braves Schwein. So, Schwein. Da gehst du jetzt fressen. Ich befürchte, mir gehen bald die Früchte aus. Gut, ein paar habe ich noch. Hoppa. So. Schweini. So, kurz hier was schauen. Ja, okay. Warte mal. Nee, doch, richtig. So, Mutterschwein. Komm mal her, du willst doch bestimmt Futter. Au. Ist doch gemein. Hat er mir einfach das Essen weggenommen? Ha! So, aber ich glaube, wir brauchen gar nicht zurücklaufen. Na, Mama Schwein, bist du glücklich? So, da hinten sehen wir noch ein Licht. Oh, da hinten steht jemand. Boah, der sieht aus wie einer aus Journey. Aber Journey war ein anderer Entwickler. Oh, cool. Journey Flashback.
Hey, du da. Wer bist du? Sieht voll aus wie eine Figur aus Journey. Aber mega. Roter Mantel, darunter nur schwarz. Ist das eine Journey-Anspielung? Aber wir kommen doch gar nicht hoch. Damn. Ah, okay. Einmal drunter her und jetzt können wir hier hoch. Oh, alrighty, righty. Und ich fing. Der ist weg, der stand da hinten. Gemeinheit. Ha! Flieg, Hase, flieg. So. Ich glaube, wir müssen irgendwann da oben auf den Turm, oder? So, da ganz, ganz... Oh, es wird dunkel. Oh, oh. Ob das so gut ist? Ich bin mir da nicht so sicher. Kann ich denn irgendwo schlafen? Weil das ist eine fremde Insel. Es könnte relativ gefährlich sein hier. Was ist hier geradeaus? Ah, hier ist der Schweinefutterplatz. Okay. Vielleicht hätte ich die Sau hier hinlocken können. Na egal. Oh, bis zum nächsten Licht ist es ein kleines Stück. Können wir uns ein bisschen die Insel angucken. Ich gehe mal lieber hier hoch. Aber hier kam ich doch her, oder? Genau, da kam ich her. Das bringt mir jetzt wenig. Dann gucken wir doch mal hier rechts. Oh, ah doch, hier geht's weiter. Okay. Springen wir X, ne? Jo. Hoppa, zack. Gut gemacht. Braver Junge. So. Spiel gibt es aktuell gratis für... Oh! Es gibt anscheinend Collectibles für PS Plus. Ah, okay. Aufsammeln. Es gibt 7 Collectibles und 1 davon habe ich jetzt. Geil. Sehr cool. Ich glaube, die findet man bei Nacht auch einfacher, denn... Dort leuchten die besser. Okay, da unten geht es auch irgendwie rum. Oh, da gibt es irgendwelche Jellyfishes. Die sind bestimmt gefährlich. So, erstmal eine Pizza in den Ofen werfen. Ah, Sanja. So gemein. Aber ich gönn's dir ja. Guten Hunger. Die Steuerung ist übrigens sehr einfach. Wird sehr gut vom Spiel unterstützt, also durchaus auch für jüngere Kinder geeignet. Zumindest nicht sehr komplex durchgespielt habe ich es ja noch nicht. Okay, wir haben schon mal gut was geschafft, glaube ich. So. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Was haben wir hier? Da hinten leuchtet was. Da ist ein Collectible. Hahaha. Komm sehr. Ah, das ist aber... Da gehe ich später hin. Erst durch das Licht, weil ich glaube, von da kommen wir nicht zurück. Nimmst du das für YouTube auf? Jo, also jein. Ich streame das jetzt durch. Ich mache keine direkten YouTube-Folgen. Oh, da ist der Typ wieder. Das wird aber dann vielleicht einfach so in 2, 3 längeren Folgen einfach auf YouTube geschmissen später. Oh, oh, nein, ich gehe nicht weg. Bleib hier. Scheiße, ich habe den Sprung verkackt. Jetzt gesehen. Also einen Folgen-Let's Play wird es nicht, aber es kommt da wahrscheinlich einfach. Soll nämlich nur so 4 bis 6 Stunden Spielzeit haben, habe ich gelesen, was jetzt nicht so krass viel ist.
Hey, wo ist unser Freund? Der kann ja verschwinden. Cheater. Cheater. Ich wette, irgendeins der Collectibles ist auch auf diesen Inseln versteckt. Und die Musik wird besser. Cool. Oh, geil. Oh, vielleicht sieht man von hier oben noch Collectibles. Lass mal eben schauen. Da hinten sehe ich das Ding fliegen. Oh, viel mehr sehe ich aber auch nicht. Ist ganz schön weit weg alles. Okay. Dann holen wir uns jetzt das Collectible und ich glaube, wir haben schon alle Lichter, oder? Ich habe eben gar nicht gezählt. Gucken wir mal, ob da noch was fehlt. Upsa, nicht runterfallen, das könnte wehtun. Und da unten sind Jellyfishes, das ist gefährlich. Ach Gott. Ich sehe keinen weiteren Lichtstrahl. Einer von euch? Nö, ne? Ich muss sowieso mein Repertoire an USK-6-Spielen auf dem Kanal mal wieder ein bisschen auffrischen, was ganz gut ist, dass dieses Spiel in diese Kategorie fällt. Ich habe nämlich... Was ist das denn da ganz hinten? Da sehe ich doch was auf diesen Felsen da, geradeaus. Ganz da hinten, der letzte Felsen, da steht doch was. Da müssen wir auch nochmal hin und gucken, was das ist. So, wir müssen hier rüber. Ah, wahrscheinlich komme ich dann da links rein. Okay. Gefährlich, gefährlich. So, und dann kann ich hier hoch. Juhu. Ich würde gerne die Kamera einmal drehen, damit ich gucken kann, ob ich auch hier so rechts weitergehen kann. Ah, ne, da ist Felsen. Okay. Oh, wow. Er schafft Zeiten. Die Insel ist nicht ohne. Das müsste ich doch. Ja, da ist das Collectible. Ah, das sind andere Collectibles. Nein! Oder sind das. Kriegt man dann, wenn man die voll hat, die anderen? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, wir werden es herausfinden. So, wir brauchen ein neues Ziel. Wo gehen wir hin? Ich glaube, wir müssen da runter. Oh, das sieht ganz danach aus, dass wir runter müssen. Okay. Ich tue, wie mir geheißen, Spiel. Ich kann so einem Licht nicht widerstehen. Wahrscheinlich wird dann die Brücke da freigeschaltet. So. Oh, wir haben einen Fuchs befreit. Na, Kleiner. Boah, Mann, bist du fett. Yes. Cool. Ich glaube, wir haben das nächste Gebiet freigeschaltet, aber bevor ich dahin gehe, will ich nochmal gucken, ob ich zu dieser Klippe komme, wo ich da was gesehen habe. Es wird zwar kein 100% Durchlauf, zumindest ziele ich nicht zwingend auf einen ab, aber man muss ja mal gucken, was einem so geboten wird hier, ne? Ich glaube, da hinten war ich noch nicht. Und ich bin neugierig. Oh, da ist wieder ein großes Schwein. Sie kommt mir zumindest nicht bekannt vor. Ja, warte mal. Ah, hier, ah, nee, hier ist das. Okay. Kommen wir da vielleicht so gar nicht hin. Vielleicht später. Na gut, dann. Oh, warte mal. Hier ist ein Loch. Dieses Loch bringt aber nicht viel. Auf diese Klippe kann man anscheinend gar nicht. Das sieht auch sehr karg aus da hinten. Und ich glaube, um dahin zu kommen, brauchen wir den neuen Weg.
Weil hier rechts geht es nirgends so ab. Okay, dann gehen wir doch. Roger, Robert. Gucken, ob ich irgendwo noch Collectibles auftauchen beim Hochgehen. Sieht aber nicht so aus. Okay, da ist wieder irgendwas. Was ist das für ein Vieh? Es macht die Tür auf. Dankeschön. Ein antiker Türsteher. Ah, da oben ist der Fuchs. Cool. Warte mal, Fuchs, ich muss einmal abbiegen. Ah, Fuchsi, renn noch nicht weg. Hier ist doch bestimmt wieder was versteckt. So verwinkelt hier unten. Yes, da haben wir es doch. Hab's doch gewusst. So, Stück Nummer 2 von diesen Vieren. Ich frage mich, ob die in Reihe kommen oder ob das unabhängig ist, weil wenn die in Reihe kommen... Ja, du bist ein Schwein, ich weiß. Wenn die in Reihe kommen, kann ich wenigstens sicher sein, dass ich auch alle finde. Wenn dann nämlich mal einer fehlt, bin ich an einem vorbeigelaufen. Da ist der Fox. What does the Fox say? Was ist das? Aha. Diese antike Sprache muss eine sehr einfache gewesen sein. Warum leuchtet es? Achso, der hält nur eine gewisse Zeit. Ich muss mich... Boah, wie gemein. Aber ja, das Spiel ist, wie gesagt, für Kinder ab 6 Jahren. Das kann nicht so schwer sein. Aber es macht Spaß. Na, wie heißt du? Wir brauchen einen Namen für den Fox. Wir nennen ihn Fox. Oder wir können auch Cyclone nennen. Nach unserem... Bloodborne-Meister. Na, Cyclone? Ich finde, Cyclone ist ein cooler Name eigentlich. Für den jetzt hier. Nennen wir ihn Cyclone. So. Vielleicht mal Fox schreiben, dass ich ein Spielehund Fuchs nach ihm benannt haben. Ja, ein goldener Ring. Okay, das Areal öffnet sich wieder. Wir können also wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr machen. Ich biege erstmal nach rechts ab. Bevor wir die most obvious Sachen ablaufen. Okay, da unten ist ein Strand, zu dem wir irgendwann hin müssen. Da oben kann man nämlich mal rein, in diesen Kopf. Hier ist das immer Ende, okay. Okay, dann halt da nicht. Zwei haben wir hier schon mal, zwei Türsteher. Ah! Geh weg! Ah, ich war nicht schnell genug. Gibt's eine Stelle, wo alle drei zünden? Na komm, ja. Cool, denn das Höhle, das Licht. Achso, hier ist Schatten, deswegen. Da gehen wir trotzdem später rein. Erstmal das Gebiet hier checken. Die Musik ist sehr cool. Oh, da ist ein Collectible. Wieder ein Turm. Ich habe unseren roten Freund noch gar nicht wieder gesehen. Wo ist der wohl?
Scheibe Nummer 3. Es füllt sich noch in Reihenfolge. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es das auch immer tut oder ob die sowieso nur in Reihenfolge gefüllt werden. Ich würde gerne mal das Wasser hier runterlaufen, aber dahinter ist nichts, ne? Ah, ne. Sackgasse. Komm hoch. Ah, da geht er nicht hoch. Super. So. Haben wir hier noch was versteckt? Nö, da kommen wir ja her. Also nicht. Gut, dann gehen wir da durch. Was soll das Wandgemälde da eigentlich bedeuten? Wir haben da eine lange Brücke. Ein Typ und ein Turm. Und da ist der Hund, der Fox. Okay, der Fox bringt uns also zu dem Turm. Alles klar. Das Bild erinnert mich so ein bisschen an Shadow of the Colossus. Da gab es auch so eine riesenlange Brücke. Genau in dem Stil. Es gab nur keinen Hund. Was? Ich höre ein Gekeuche. Wir haben wieder Früchte. Also kommen auch wohl Schweine. Aha. Okay, alles klar. Ein Wettlauf. Wow. Das hat auch nicht gereicht. Lassen wir es mal brennen. Ich glaube, wir müssen die anderen erstmal alle anbekommen. Ja, Hundi. Ich komme ja. Ich bin ja sofort da. Was los, Cyclone? So, bei dem Hund kann ich lachen. So, so. Passt ja. Immer schön den Fox auslachen. Ah, warte mal. Ah, Sekunde. Oh. Da ist der Fox auch schon weg. Gehe ich da schon rein? Nein, da gehe ich noch nicht rein. Erst schaue ich mich um. Ah, da hinten ist unser roter Freund. Ah, so, gefunden.